Lockdown im Landkreis Gütersloh, der Landkreis weiterhin im Ausnahmezustand. Darüber können wir uns mit dem Landrat unterhalten, mit Herrn Adenauer. Herr Adenauer, die Einschränkungen sind ja heute in Kraft getreten. Ihr erstes Fazit ja nach den ersten Stunden. Also die Menschen halten sich dran, nach meinen Informationen. Sie sind sehr diszipliniert. Wir haben einen großen Run auf unsere Diagnostikzentren, wo wir ja einen kostenlosen Abstrich anbieten. Da sind wir völlig überlastet. Wir werden noch ein zweites Center kurzfristig aufbauen. Ein drittes ist in Planung. Das wollen wir den Menschen anbieten. Aber insgesamt bin ich mit den ersten Stunden sehr zufrieden. Wir waren heute Morgen auch bei dem Testcenter, haben genau das Ganze auch gesehen. Eine sehr, sehr lange Schlange. Teilweise hatte man da auch so ein bisschen das Gefühl, dass man da wirklich an die Kapazitätsgrenze kommt. Inwiefern muss es da jetzt vielleicht noch weitere Änderungen geben? Weil man kann sich ja auch theoretisch beim Hausarzt testen lassen. Das ist so. Die Hausärzte haben netterweise gesagt, das ist über die Kassenärztliche Vereinigung gelaufen. Jeder kann auch zu uns kommen, zum Hausarzt. Dort werden auch Abstriche vorgenommen. Da muss man mal sehen, ob die Kapazitäten da auch ausreichen. Aber das entlastet natürlich. Und ich bin den Hausärzten sehr, sehr dankbar, dass sie das machen. Ich habe mich heute mit einigen Leuten unterhalten können, die mir gesagt haben, dass sie ja fast Sorge haben, wenn sie irgendwo hinfahren, wenn da das Kennzeichen Gütersloh jetzt auch zu sehen ist. Wie bewerten Sie das Ganze? Was hören Sie da ja von Ihren Leuten aus dem Landkreis? Also ich höre da Erstaunliches. Ich höre zum einen, dass es sogar Menschen gibt, die Autos zerkratzt haben von Menschen, die aus dem Kreis Gütersloh kommen. Das ist völlig inakzeptabel. Es ist auch völlig inakzeptabel, dass Menschen aus dem Kreis Gütersloh stigmatisiert werden. Die werden sich das auch merken und dann vielleicht im nächsten Jahr dort Urlaub machen, wo sie nicht stigmatisiert werden. Ich habe mich furchtbar aufgeregt darüber, dass die Stadt Münster gestern wohl verfügt hat, dass Menschen, die aus Gütersloh oder Warendorf kommen, in der Stadt eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. Das geht so nicht. Wir sind ja hier kein Kreis von Aussätzigen. Hier gibt es wenige Fälle. Wenn wir die Fleischindustrie nicht hätten, wären wir völlig unauffällig. Und die Menschen, die in der Fleischindustrie gearbeitet haben, die das Virus in sich tragen, sind alle in Quarantäne. Sie haben jetzt erste Zahlen auch bekommen. Es sind ja schon Tests durchgeführt worden. In was für eine Richtung deutet das Ganze? Also wir haben ca. 600 Tests durchgeführt. Wir haben von ca. 200, wir haben 230 Ergebnisse. Davon sind 229 negativ. Einer ist noch ein bisschen unsicher. Aber das ist natürlich ein Ergebnis, über das ich mich, ein sehr, sehr vorläufiges Ergebnis, über das ich mich sehr gefreut habe. Eine letzte Frage. Wir haben in den letzten Tagen uns auch immer darüber unterhalten, dass teilweise die Quarantäne ja auch nicht eingehalten wurde. Es sind Hundertschaften jetzt sogar hier im Landkreis, um das Ganze zu kontrollieren. Hat man das Ganze jetzt unter Kontrolle? Also ich will nicht so vermessen sein zu sagen, dass man das immer alles unter Kontrolle hat. Es sind mehr oder weniger ca. 7000 Menschen in 1300 Wohnungen. Das ist eine Mammutaufgabe. Und die Kommunen und auch der Kreis und alle, die damit zu tun haben, arbeiten mit Hochdruck daran, das zu garantieren. Je länger die Zeit wird, desto ungemütlicher wird es vielleicht in der einen oder anderen Wohnung. Da müssen wir aufpassen. Wir geben uns aber alle Mühe, das hinzubekommen. Und das wird die Zukunft zeigen, ob es geklappt hat oder nicht. Sagt der zuständige Landrat, Herr Adenauer. Ganz herzlichen Dank.